Herzlich willkommen in diesem Video. Heute lautet die Thematik: Besten Hochsicherheitstresorlage. Gibt es diese überhaupt? Und wenn ja, welche sind es? An dieser Stelle möchte ich erst einmal mich bedanken, und zwar an Theo Funke, der diese Frage gestellt hat. Ich persönlich fand die Frage und finde diese Frage sehr interessant und werde versuchen, in diesem Video eine Antwort darauf zu geben. Ich muss vorab natürlich sagen, ob es die besten Hochsicherheitstresorlager gibt, kann ich nicht sagen. Ich werde aber in diesem Video auch ein paar Anbieter nennen, die nach bestem Wissen und Gewissen kompetent sind und auch dort auf jeden Fall in der Regel gute Verwahrgesellschaften sind, und werde auch ein paar Punkte nennen in diesem Video, warum ich zum Beispiel, ja, auf was ich grundsätzlich dir empfehlen würde, bei der Goldlagerung zu achten. Als erstes einmal, die Bank würde ich natürlich nicht empfehlen. Ich habe dazu auch schon ein spezielles Video gedreht, warum die Banklagerung nicht zu empfehlen ist. Ganz kurz dazu noch ein paar Punkte. Zu einem ist natürlich so, dass eine Bank an sich ein Geschäftskonzept hat, was mit vielen Risiken verbunden ist. Zum Beispiel sind viele Banken im Bereich Kreditwesen aktiv, ja, also verleihen Geld und Schuldner können ausfallen. Wir haben das zum Beispiel im Jahre 2008 gesehen, während der Finanzkrise, wie viele Banken dort letztlich, ja, von heute auf morgen Milliardenverluste gehabt haben und faktisch insolvent gewesen sind und ausgefallen wären normalerweise, wenn der Staat nicht dort mit Milliarden, insgesamt wurden, glaube ich, Billionen aufgewendet, dort eingesprungen wäre. Also die Banken haben ein hochriskantes Geschäftskonzept. Allein schon deswegen kann das nicht der ideale Ort sein, um seine Werte zu verwahren. Ja. Der zweite Punkt natürlich, Banken sind, weil das Gold, was zum Beispiel dann im Banktresor gelagert wird, das ist nicht versichert gegen Diebstahl. Wissen übrigens auch nur sehr wenige Menschen. Ab und zu mal in den Nachrichten, wenn zum Beispiel eine Bank mal wieder ausgeraubt wurde, dann bekommt man dann ja spätestens dann mit, dass die Werte im Banktresor eben nicht abgesichert sind. Und wenn man dort eine zusätzliche Versicherung letztlich haben möchte, dann natürlich weiß die Versicherung wiederum Bescheid, und dann kann es nicht mehr anonym sein, weil eine Versicherung natürlich grundsätzlich wissen möchte, um wie viel Wert es sich letztlich handelt. Also auch das nicht zu empfehlen. Und dann natürlich der Punkt, wenn der deutsche Staat zum Beispiel irgendwann erneut bankrott gehen sollte, wie jeder Staat auf der Welt, denn unser Kreditgeldsystem, unser Schuldgeldsystem hat nur eine gewisse Verweilzeit, ein gewisses Haltbarkeitsdatum. Das heißt, irgendwann ist der Kredit so groß, dass er irgendwann den Zins nicht mehr bedienen kann, und da muss eine Angleichung erfolgen, da muss quasi der Reset-Button gedrückt werden, indem entweder die Inflation immer weiter steigt oder eine Währungsreform durchgeführt wird. Schon heutzutage ist es ja so, dass der Bürger zu Bürger herangezogen wird. Man spricht bereits hier von finanzieller Repression. Das heißt also, dass der Staat immer mehr den Bürger heranzieht, um die Staatsschulden zu kompensieren. Und das wird sicherlich in der Zukunft weiter zunehmen. Aber das heißt auch dann, wenn später irgendwann eine Währungsreform zum Beispiel durchgezogen werden sollte, werden nachgelagert gern die Sachwertsparer, ja, letztlich versucht zu enteignen, und damals zum Beispiel erlebt das sogenannte Lastenausgleichsgesetz im Bereich der Immobilien. Und deswegen ist es also auch dort von dieser Perspektive nicht schlau, sein Gold im eigenen Land und schon gar nicht bei der Bank zu lagern, weil die Bankschließfächer in der Regel als allererstes aufgemacht werden. Auch das haben wir in der Geschichte immer wieder erleben können. Ja? Also erster Punkt zum Thema beste Hochsicherheitstresorlage: auf jeden Fall außerhalb von Deutschland, ja, oder zumindest außerhalb von deinem Heimatland. Also ich schreibe mal hier einfach anderes Land und in keinem Fall, also bankenunabhängig, ja, ganz wichtig, bankenunabhängig, ja, also das Unternehmen soll sich nur auf sowas konzentrieren und keine zusätzlichen, ja, riskanten Geschäftsfelder haben. Und ja, das ist ein Punkt auf jeden Fall, den ich empfehlen würde, darauf zu achten. Natürlich soll die Versicherung bereits inklusive sein. Und ja, das sind Dinge grundsätzlich, worauf ich achten sollte. Der Anbieter sollte natürlich auch Best Case
mehrere Jahrzehnte Erfahrung haben, sollte über viel Eigenkapital verfügen. Das kann man natürlich alles recherchieren. Ja. Da kann ich an diesem Beispiel oder möchte ich an dieser Stelle zwei Anbieter nennen, wo ich persönlich weiß, dass sie gut sind, wo ich persönlich ja nur Gutes von berichten kann, wo ich auch nach bestem Wissen und Gewissen, nach eigenen Recherchen dort das Ganze empfehlen kann. Ich möchte keine Werbung machen, doch ich muss ja hier auch dann letztlich das Ganze bei Namen nennen, ja, um dort dementsprechend eine Lösung anbieten zu können. Und das ist einmal die Firma Brinks. Und Brinks gibt es zum Beispiel, ich werde mal kurz mein Smartphone aufrufen, hier mal kurz reinschauen. Genau, Brinks besteht bereits seit dem Jahre 1859 und beschäftigt über 71.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern. Und ja, ich möchte auch nicht jetzt zu weit hierauf ausgehen, beziehungsweise nicht zu viel über diese Firma reden. Doch wie gesagt, eine Firma, die ich persönlich halt ja, nur Positives berichten kann. Eine weitere Firma, die auch. Gold verwahrt, natürlich auch Silber, ist Viamat. Ja, Viamat ist ein Schweizer Unternehmen, besteht glaube ich schon seit 1945 und bietet auch die Möglichkeit an, in mehreren Ländern sein Gold zu verwahren. Das bietet übrigens ebenso auch die Firma Brinks an. Ja. Trotz allem, ich muss fairerweise sagen, ob es jetzt die besten Firmen sind, also, ob es auch sowas gibt, also beste Hochsicherheitstresorlage, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall nach all meinen Recherchen, was ich persönlich also recherchieren konnte, rausfinden konnte, wenn man sich die Unternehmensbilanzen anschaut und so weiter, dann kann man hier nichts falsch machen. Das Gold ist auch abgesichert, das Gold ist auch als sogenanntes Sondervermögen geführt. Das heißt, wenn zum Beispiel diese Verwahrgesellschaft insolvent gehen sollte, was unwahrscheinlich ist, dass es nicht in irgendwelchen riskanten Geschäftsfeldern verknüpft sind, aber trotz allem natürlich eine Firma kann pleite gehen, aber diese Unternehmen können sich dann nicht einfach an den Beständen, ja, an dem, was sie verwahren, für einen Kunden einfach daran bedienen. Das geht nicht, das ist gesetzlich nicht, rechtlich nicht möglich. Deswegen, ja, wenn dort irgendwas schieflaufen sollte, wäre das schon sehr, 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 also dann kann man wirklich gar nichts mehr glauben, muss man so zu sagen. Also, wenn diese Unternehmen in dem Bereich nicht gute Hochsicherheitstresorlager sind, dann weiß ich auch nicht weiter, muss man so zu sagen. Also ich persönlich, wie gesagt, kann nur sagen, dass das meiner Meinung nach zwei gute Firmen sind, wo ich auch einige von euch auch kenne, die dort auch sehr zufrieden sind. Aber die besten Hochsicherheitstresorlager, ob es sie gibt, wie gesagt, ich glaube, kann es nicht geben. Es gibt auch nicht die beste Firma. Ja. Aber das sind einige Anbieter, die ich persönlich halt empfehlen kann. Vielleicht kennst du auch einige weitere gute Anbieter. Würde mich dort freuen, wenn du dazu im Kommentar vielleicht weitere Erfahrungen berichten kannst oder etwas dazu schreiben kannst. Ja, ob du vielleicht selber noch womöglich einige andere Anbieter kennst. Was ich noch dazu sagen muss, bei diesen Unternehmen ist es, glaube ich, wenn man es privat machen wollte, also dort direkt sein Gold lagern möchte, kaum zu bezahlen. Es gibt aber dort zum Beispiel Unternehmen, die zum Beispiel Goldkauf direkt anbieten und das dann mit übernehmen, also involviert haben, eben weil sie dort Millionen zum Beispiel an Gold verwahren, an physischem Gold für den Kunden verwahren, und man dann zum Beispiel direkt die Möglichkeit hat, dort zum Beispiel sein Gold aufzubewahren. Doch ob das auch direkt privat möglich ist, wüsste ich nicht. Ja, vielleicht weiß auch dort jemand von euch mehr. Ich befürchte aber, dass es dann kaum bezahlbar ist. Ja, aber wie gesagt, habe ich damit noch nicht näher beschäftigt, weil ja, ich persönlich auch Anbieter ja, einfach auch präferiere, die auch das alles inklusive haben. Also auch dann, wo man dann sein Gold auch kauft, die auch dann zusätzlich das Anbieten, auch dieses Gold dann zu lagern, was natürlich nicht ausschließt, was ich immer auch jedem empfehle, als erstes natürlich immer ein paar kleine Goldbarren für Worst-Case-Fälle, für Krisensituationen, um jederzeit handlungsfähig zu sein, daheim ja, einen unmittelbaren Zugriff zu haben, um dann auch Gold als das, was es letztlich ist, nämlich Geld, also als Krisengeld, als Krisenwährung einzusetzen. Und erst danach will ich überhaupt überlegen, ob ich Gold in Hochsicherheitstresorlagern aufbewahre, weil das dann doch mehr der Bereich ist, der Sparanlage, der Vermögensvorsorge, aber nicht natürlich dafür geeignet ist, um jederzeit sein Gold
griffbereit zu haben. Ja, das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz erwähnen, nicht, dass es dort irgendwie zu Missverständnissen kommt. Ja. Also wie gesagt, zu der Frage kann ich keine klare Antwort geben. Wie gesagt, ich kann nur sagen, dass diese Anbieter nach bestem Wissen und Gewissen gut sind. Ja, und dort, ich denke mal, normalerweise reicht es auch aus, wenn man Gold sparen möchte, Gold anlegen möchte für die Rente oder für längerfristige Zeit. Ja, Gold ist eine langfristige Anlage, auch das ist mir ganz wichtig zu verstehen. Dann sind das sicherlich einige gute Firmen, wo es in der Regel auf jeden Fall sicherer aufgehoben ist als zu Hause, ja, meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, in erster Linie sollte man immer ja, ein bisschen Gold in kleinen Einheiten in unmittelbarer Reichweite haben, um jederzeit auf Worst Case oder Inverse Case Szenarien handlungsfähig zu bleiben. Ich auf jeden Fall würde mich freuen, wenn eine andere vielleicht von euch dazu auch noch was sagen kann, weshalb wir dazu noch austauschen können zusätzlich, ob es dort womöglich noch weitere Firmen gibt, die auch schon sehr lange existieren, die auch nur in dem Bereich tätig sind und dementsprechend auch dort als kompetent angesehen werden können. Ja, ich lasse mich überraschen, vielleicht weiß der eine andere von euch mehr oder vielleicht kann auch der eine andere von euch noch mehr zu den Firmen Brinks und Via Mart sagen. Auch darüber natürlich würde mich sehr, sehr freuen und ansonsten natürlich auch über Kritik. Ja, freue ich mich auch immer sehr, denn ja, auch ich natürlich versuche immer besser zu werden und euch einen gewissen Mehrwert weitergeben zu können. Das war es in diesem Video. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann das Video gerade schaust. Liebe Grüße aus Schwerin, dein Matthias. Ciao, ciao.